Yo, was geht ab, Fitnessfreunde? Ihr werdet nicht erraten, was ich wieder gebracht habe. Richtig, ich habe die Speicherkarte zu Hause vergessen für meine Kamera, wie so oft. Ich wollte eigentlich so ein Trainings-Essens-Vlog machen, weil wir mit ein paar Leuten jetzt ins Unterkörpertraining gehen. Ihr habt die eigentlich alle schon mal irgendwo gesehen auf meinem Channel, beziehungsweise sie haben sogar einige selber einen Channel. Und danach geht's irgendwas essen, mal schauen was, aber wir wollen auf jeden Fall was Neues, nicht wieder nur Saigon, weil es wieder ein bisschen langweilig, immer wieder dasselbe. Jedenfalls hoffe ich, dass so ein Video mal okay ist. Ihr wisst, ich habe eigentlich eine bessere Qualität. Das hier ist iPhone 6, müsste eigentlich auch durchgehen, also wenn das Licht stimmt. Ja gut, es ist ein bisschen dunkel, scheiß Wetter, alles voller Regen und so. Aber ich bin trotzdem motiviert, mit coolen Leuten zu trainieren, bringt immer Spaß. Und ja, wir werden am Anfang uns ein bisschen warm machen, dann Mobility. Vielleicht mache ich mich auch nicht warm, sondern gehe direkt zu Mobility, weil ich muss da auch echt sehr viel Zeit investieren. Seit dem letzten Beintraining ist es wieder 4 Tage her. Und ich merke schon, wie ich wieder in meinen Fußgelenken nicht mehr ganz so beweglich bin. Deswegen muss ich da viel Zeit investieren, um eine gute Kniebeuge hinzukriegen. Und dann werdet ihr ein paar Ausschnitte sehen vom Beintraining, / Po, unterer Rücken, Bauch, ja, Waden und so weiter. Also viel Spaß dabei! Also ich kann doch mit meiner Kamera filmen, weil Daniel mir seine Karte gegeben hat. Danke nochmal. Zufall, gut, dass du deine mit hattest. So muss ich nicht mit dem Handy filmen und ihr kriegt bessere Aufnahmen hin. Und wir haben aber nicht alles hier in diesem Video gezeigt auf meinem Channel. Wir haben gerade einen Booster genommen. Und welchen, das könnt ihr herausfinden bei den beiden Kollegen auf dem Kanal, werde ich euch einblenden. Außerdem filmen wir noch ein paar andere Perspektiven und Essen und so weiter. Könnt ihr euch dann durchklicken, wenn ihr Bock habt. Jedenfalls wird es jetzt aufgewärmt. Danach kommt Mobility da hinten und danach ja, Training und Post-Workout-Meal. Bis später.
Yo, Training ist vorbei. Leider konntet ihr nicht das ganze Training sehen, weil wir haben. Ja, wir haben vercheckt, dass es schon nach 16 Uhr war und wir haben nur die Drehgenehmigung bis 16 Uhr bzw. ab 22 Uhr. Das muss man halt akzeptieren und respektieren und deswegen haben wir nicht mehr weiter gefilmt. Trotzdem durchgezogen. Training war übelst lang mit Mobility, aufwärmen, dann nochmal jetzt abwärmen. Auf Fahrrad, die Jungs fahren ein bisschen weiter. Ich habe früher Schluss gemacht, um eine kleine Aufnahme zu machen. Und zwar 16.30 Uhr haben wir uns getroffen, 17.30 Uhr, 18.30 Uhr, also 3 Stunden waren wir hier im Fitnessstudio. Läuft. Ja, und jetzt gleich was essen. Wir haben einen Booster genommen, wie gesagt, gibt es dann auf Fitness Elevator Channel. Durch den Booster hat man so ein kleines Down, Training war geil, aber der Hunger, das Hungergefühl ist nicht so da wie so oft bei Boostern, beziehungsweise bei normalen, richtigen Boostern, also halt, sag ich mal, etwas leichteren hat man das nicht, dieses Loch, dieses, ja, dieses kein Appetitgefühl, aber bei dem schon. Und trotzdem müssen natürlich die Kalorien rein. Ich habe erst 500 ungefähr vom Frühstück und es ist schon 19.30 Uhr, also auf jeden Fall müssen noch 3000 Kalorien irgendwie rein. Mit sauberer Ernährung werde ich das sicherlich nicht hinkriegen und ohne Shakes keine Chance. Und deswegen schauen wir mal, was wir jetzt essen gehen. So, Shop-Café, Post-Workout-Meal. Ich habe wieder Bauernfrühstück einfach mal mit Reis. Wo ist mein Reis? Der Daniel hat sich hier nochmal Gyros. So, guten Appetit. Seit dem Essen sind jetzt ungefähr 6 Stunden vergangen und ich habe immer noch keinen Hunger, ohne Scheiß. Ich laufe jetzt täglich durch die Gegend ohne Hunger. Ja, das ist wirklich heftig. Und die Leute, die jetzt gerade in der Defi-Phase sind oder in der Diät, beziehungsweise die Leute, die etwas breiter sind, größer oder massiger, werden sich denken, was labert er? Ich kann essen ohne Ende. Ich kann essen ohne Ende und er kriegt nicht mal 3500 Kalorien auf die Reihe. Aber ich sag euch, es kann wirklich schwierig sein. Ich kenn halt beide Aspekte. Ich weiß, wie schwer es ist, aufzubauen, wenn man wirklich komplett keinen Hunger hat. Und ich weiß, wie es ist, wenn man in der Diät sich befindet und nur noch Hunger hat und alles essen könnte, was einem unter die Finger kommt, zwischen die Finger kommt. Ich kann mich noch erinnern, wo ich ein Video gemacht habe in der Defi-Phase, war ich genau hier so. Dann dachte ich mir, meine Kalorien sind voll und ich habe so Bock auf Haferflocken mit Wasser. Ja, und jetzt könnte ich kotzen von Haferflocken mit Wasser. Also bevor man über die andere Seite redet, sollte man sich immer selber in die Situation hineinversetzen. Ich wette, dass irgendwann jeder so weit ist, dass er keinen Bock mehr hat auf Essen, dann versucht halt 4000 Kalorien zu essen. Ja, und wenn es immer noch einfach ist, dann versucht euch in die Lage zu versetzen, wie es ist, wenn man die ganze Zeit keinen Hunger hat, wenn der Körper so viel bekommt, dass er einfach nicht mehr annehmen will. Und sonst versucht 5000, 6000, 7000 zu essen. Ja? An Kalorien meine ich jetzt. Und das auch noch nicht mal ein paar Tage oder so, sondern halt monatelang oder sogar jahrelang, jeden Tag. Und deshalb kann eine ordentliche Aufbauphase auch schwierig sein. Die Leute, die Schwierigkeiten damit haben, nennt man Hardgainer. Ja, aber es ist möglich. Ja. Wer sagt, ich kann nicht zunehmen, das ist natürlich Quatsch. Jeder kann es. Es ist schwierig. Es kann schwierig sein, aber es geht. Ich brauche noch 1500 Kalorien und ich habe gar keinen Hunger. Nee, wie viel brauche ich? Guck mal, ich habe jetzt ungefähr 1500. 2000 Kalorien brauche ich. Oh Mann, da habe ich mich jetzt gerade verschätzt, weil ich habe mir jetzt hier 800 gemacht. Das sind Clusters mit Datteln, Wasser und Whey. Ich hatte keine Milch und keine Sojamilch, deswegen Wasser mit Whey. Das sind 800 Kalorien und das sind 700. Ein Instant Oats Shake. Das heißt, ich muss mir jetzt das reinquälen, obwohl ich keinen Hunger habe. Und dann werde ich noch irgendwie 500. Oh, das wird heftig. Das wird heute einer der schwersten Tage. Schon 2 Uhr nachts und ich könnte einfach nur noch pennen gehen. Aber ich will einfach, ich muss diese, ich habe schon keinen Bock mehr. Ich will,
Ich freue mich so auf die Defi, ne? Ich freue mich so, weniger essen zu dürfen, also bald. Aber ich ziehe das durch, ich breche das nicht ab. Und diese 2000 Kalorien werden heute noch reingehen, egal wie. Ja? Und erst danach gehe ich schlafen. Denn nur wenn man sich jeden Tag dran hält, nur wenn man jeden Tag einen Schritt in die Richtung seines Ziels macht, dann erreicht man dieses Ziel. Ja? Wenn man stehen bleibt oder Schritte zurück macht, ja, dann ist das Ziel in weiter Ferne. Aber jeden Tag, egal ob der Schritt nur minimal ist, irgendwann kommt ihr halt an euer Ziel. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.